Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um die Patchnotes des Updates 7.2.0. Ich habe bereits schon reingeschaut und muss sagen, dass es hier auf jeden Fall richtig krasse Änderungen gibt. Das heißt für euch, es lohnt sich auf jeden Fall das Ganze bis zum Ende anzuschauen. Außerdem könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Dort werde ich jetzt auf jeden Fall die ein oder anderen Bilder zu den Leaks veröffentlichen in meiner Story. Und da werde ich auch noch ein Bild veröffentlichen, wo ich mein ganzes Setup zeigen werde. Denn es sind noch die ein oder anderen neuen Sachen dazu gekommen. Und tut mir leid, falls ich mich komisch anhöre. Ich bin wieder ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe, wir kriegen das Ganze trotzdem hin. Und dann würde ich auch schon sagen, Leute, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und gebt gerne meinen Supporter Creator Code ein. FRPZ und -YT. Fangen wir mit dem Video an. Let's go! So Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu den Patch Notes. Es könnte auf jeden Fall ein bisschen längeres Video werden, da es sehr, sehr viele Neuerungen in diesem Update gibt. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Battle Royale Modus an. Und als allererstes, was ist neu? Natürlich das Revolver mit Zielfernrohr. Das ist uns bereits bekannt. Beziehungsweise man muss auch dazu sagen, das Revolver mit Zielfernrohr ist halt schon angekündigt worden. Wir haben auch einen Einblick drauf gehabt, aber wir werden uns das Ganze gleich nochmal genauer anschauen. Es gibt wieder die wieder einsetzbaren Hängegleiter als Matchgegenstand. Das heißt, man kann die Items finden auf dem Boden, kann ihn mitnehmen und kann dann 10-mal den Gleiter erneut einsetzen. Das werden wir uns auch nochmal gleich anschauen. Als allererstes gibt es die Information zum zeitlich begrenzten Modus Ein Schuss. Der ist jetzt für eine längere Zeit da, da dieser Modus sehr vielen Leuten gefallen hat. Ich denke mal, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Alles ist ja eigentlich erklärt. Dieser Spielmodus war ja auch schon das ein oder andere Mal im ganz normalen Fortnite Battle Royale Modus am Start. Waffen und Gegenstände. Revolver mit Zielfernrohr ist in der epischen und legendären Variante verfügbar, verschießt mittlere Munition, verursacht pro Schuss 42 und 44 Schaden, kann auf dem Boden in Truhenvorratslieferungen sowie in Verkaufsautomaten erworben werden. An sich doch schon recht interessant, nur wir müssen uns das Ganze nochmal in-game anschauen, wie präzise diese Waffe ist, beziehungsweise was diese Waffe alles so drauf hat. Dann kommen wir jetzt zu den Hängegleitern. Hängegleiter können jetzt in Form von Matchgegenständen gefunden werden, die euch den Wiedereinsatz von Hängegleitern ermöglichen. Dieser Gegenstand verbraucht einen Inventarslot und kann wie andere Beute gefunden werden. Hängegleiter müssen für Wiedereinsatz nicht im Inventar ausgewählt werden. Ihr könnt sie aktivieren, indem ihr in der Luft die Sprungtaste drückt. Häufigkeitsgrad ist selten. Hängegleiter verfügen über 10 Ladungen. Mit jedem Einsatz wird eine Ladung verbraucht. Wenn alle Ladungen verbraucht sind, verschwindet der Gegenstand aus dem Inventar. Der Wiedereinsatz des Hängegleiters verbraucht keine Ladung, wenn ihr eine Sprungfläche oder einen Taschenriss nutzt oder wenn ihr in bestimmten zeitlich begrenzten Modis respawnt. Kann auf dem Boden, in Truhen, Vorratslamas gefunden sowie bei Verkaufsautomaten erworben werden. An sich ein mega cooles Item, mal schauen, wie das Ganze jetzt dann in-game sein wird, beziehungsweise wie man halt damit einfach spielen kann und ob es zu overpowered ist oder nicht. Dann gibt es Anpassungen, der Minigun kann jetzt überhitzen, das ging ja davor nicht, man konnte Dauerfeuer schießen, wird circa nach 6 Sekunden circa überhitzt, das heißt man muss dann eine kurze Zeit warten, beginnt 37% schneller aber zu schießen, was sehr vorteilshaft ist. Die Geräusche der Minigun wurden auch verbessert. Angepasste Häufigkeitsgrade, Ballons sind von episch nach selten geändert worden, Stinkbombe von episch nach selten, Sturmgewehre mit Zielfernrohr von selten und episch nach ungewöhnlich und selten. Finde auf jeden Fall die Änderung ganz in Ordnung. Die Geschosse der folgenden projektilbasierten Waffen nutzen jetzt die gleiche Flugbahn wie beim schweren Scharfschützengewehr. Das Repetier-Scharfschützengewehr, schallgedämpftes Scharfschützengewehr, halbautomatisches Scharfschützengewehr und das Jagdgewehr. Das heißt, die Sniper hier, die unten aufgezählt worden sind, schießen jetzt genauso wie das schwere Scharfschützengewehr, was ich positiv finde, denn da muss man nicht immer so abschätzen, wie hoch der Bloom ist, beziehungsweise der Bullet Drop. Das heißt, wie man halt dann zielen muss und so weiter und so fort. Die Waffengenauigkeit beim ersten Schuss funktioniert jetzt auch mit Eisfüßen und an Seilrutschen normal, finde ich gut. Der Punkt in den Fadenkreuzmitte von Scharfschützengewehren mit Zielfernrohr wurde verkleinert. Damit sollte es seltener passieren, dass ihr Gegner verfehlt, obwohl sie im Visier habt.
Okay, nice Sache. Angepasste Beutewahrscheinlichkeit von Fallen. Gesamte Beutewahrscheinlichkeit von auf dem Boden gefundenen Fallen von 3,98% auf 4,73% erhöht. Genauso wie beim glitzernden Lagerfeuer. Da wurde halt, ich brauche das Ganze, denke ich mal, nicht alles einzeln zu erwähnen, aber knisterndes Lagerfeuer, Sprungflächen und Geschütztürme wurden, also hier das knisternde Lagerfeuer und die Sprungflächen wurden erhöht und das Geschützturm wurde ein bisschen verringert. Dann haben wir hier Stapelmaximum von kleinen Schildtränken von 10 auf 6, was mega belastend ist. Das heißt so gut wie, dass wir jetzt einfach nur noch 6 Schildtränke maximal mitnehmen können. Was doch schon recht belastend ist, muss man hier an der Stelle sagen. Aber Freunde, was will man machen? Das Leben ist hart. Es gibt so einige Fehlerbehebungen, auf die wir jetzt nicht zu sprechen kommen, weil es wird ansonsten zu lange dauern, Freunde. Aber wir können hier mal ganz kurz durchfliegen. Wenn ich hier irgendwas Wichtiges sehe, dann werde ich das ganz kurz erwähnen. Ballons können jetzt durch Explosion zu Platzen gebracht werden. Das ist ein bisschen interessant, denke ich mal. Der Bug wurde jetzt endlich gefixt, dass wenn ein Emote auf der Startinsel gemacht wird, dass man das Ganze nicht durchführt, wenn man einen Gleiter hat. Ich denke mal, alle von euch kennen das, wenn irgendwelche Leute an euch vorbeifliegen und die machen irgendeinen Tanz mit dem Gleiter in der Hand. Und ja, Leute, sonst gibt es leider hier keine wichtigeren Infos oder so, die ich euch unbedingt mitteilen muss. Ich denke mal, ihr könnt hier selber Pause machen und es euch selber durchlesen, sofern es euch interessiert, aber vertraut mir, da gibt es nichts Interessantes. So, Leute, dann haben wir Änderungen hier im Gameplay, Verbesserungen an der Seilrutsche. Ab sofort kann die Richtung über die Bewegungseingabe geändert werden. Bewegt euch einfach in die gewünschte Richtung, während ihr an der Seilrutsche hängt. Springen nicht mehr nötig. Finde ich gut. Das heißt, wenn wir uns einfach umdrehen möchten, können wir eine Taste betätigen und drehen uns sofort um. Finde ich auf jeden Fall cool. Ihr bewegt euch nicht mehr sofort mit der Höchstgeschwindigkeit, wenn ihr euch an die Seilrutsche hängt, sondern erreicht die Höchstgeschwindigkeit erst nach kurzer Beschleunigung. Ist auch eine coole Sache. Während ihr an der Seilrutsche hängt, sind Zerstörungseffekte wieder möglich. Das heißt, bevor sich Spieler an die Seilrutsche hängen, zerstören sie jetzt spielernahe Gebäude, um freie Bahn zu haben. Finde ich gut. Bei der Anpassung von Maus- und Kontrollempfindlichkeit gibt es jetzt eine weitere Dezimalstelle, damit man präzisere Änderungen durchführen kann. Jetzt gibt es dieses Feature, was ich bereits schon erwähnt hatte, und zwar wenn nur noch 30% eines Wandteils über der Erde liegt, dann wird automatisch eine Wand oben drüber gesetzt, was halt schon mega cool ist. Controller-Empfindlichkeit, eine Anpassung der Empfindlichkeit beim Baum wird auch auf den Bearbeitungsmodus angewandt, was sehr, sehr gut ist. Die Bearbeitung unterbricht nicht mehr das Abfeuern einer Schusswaffe oder den Schlag der Spitzhacke. Schüsse werden nicht mehr von Getreidehalmen abgefangen. Die Bearbeitung eines Gebäudes beginnt jetzt ohne, dass eine Reaktion des Servers gewartet wird. Damit sollte man vor der Bearbeitung nicht mehr versehentlich schießen oder die Funktion sollte glatter laufen. Das ist sehr gut, denn ihr kennt es ja, wenn man mal was gebaut hat, dann hat ab und an mal die Schrotflinte oder so geschossen, wenn man die in der Hand hatte, oder allgemein man hat mit den Waffen geschossen. Beim Beschädigen der Bearbeitung ist es jedoch weiterhin notwendig, Daten von Server zu senden, von hohem Ping und schlechtem Server-Performance beeinflusst, bla 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 bla. Das heißt, wenn die Server kacker sind oder ihr einen scheiß Ping habt, dann habt ihr trotzdem Verzögerung, aber das Bearbeiten wird ohne Verzögerung stattfinden. Der Schaden beim Auffahren eines Fahrzeuges auf einen Spieler bezieht sich jetzt auf die Schilde mit ein und wirkt sich in diesem Fall nicht direkt auf die Kondition aus. Das heißt, wenn jetzt irgendein Fahrzeug euch trifft, dann geht auch Schild weg. Also nicht direkt nur euer normales Leben, sondern halt, wie ihr auch sehen könnt, auch das richtige Schild. Genauso wie beim Doppeldecker, wenn das Ganze jetzt explodiert, egal aus welchem Grund, dann gehen jetzt auch Schilde weg, nicht nur die Kondition. Finde ich gut, das Ganze steht hier unten. Und ähnliche Depp ist jetzt ein bisschen länger, und zwar 11 Stunden anstatt 10 Stunden. Die Kartendarstellung wurde angepasst, damit die Position von Spielern und Markierungen jetzt besser mit der Welt übereinstimmen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Texturen von Emotes sind jetzt ein bisschen besser. Passagiere der X4 Stormwing können jetzt, wie auch Piloten, durch Halten der Taste aussteigen. Das heißt, wenn ihr jetzt theoretisch gesehen in dem Flugzeug sitzt, müsst ihr nicht nur eine Taste drücken, sondern ihr müsst gedrückt halten, damit ihr sozusagen aussteigen könnt, was doch schon recht belastend ist. Dann gibt es ein paar Fehlerbehebungen, die jetzt nicht näher interessant sind. Da brauche ich, denke ich mal, jetzt nicht alles zu erwähnen. Wie gesagt, ihr könnt hier wieder Pause machen und könnt euch das Ganze durchlesen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Es gibt Events, das Turniersystem wird umfangreich überarbeitet.
Ältere Turniere werden vorübergehend auf Nintendo Switch und mobilen Plattformen vom Eventsreiter entfernt. Keine Ahnung warum. Spieler werden jetzt automatisch aus einem Match entfernt, nachdem sie nach ihrer Eliminierung über 60 Sekunden lang im Beobachtungsmodus sind. Ist interessant. Brauchen wir, denke ich mal, auch nicht mehr zu sagen. In der Audio gibt es ein paar Änderungen. Geräusche bei Schildschaden wird jetzt nicht mehr abgespielt, wenn man schießt oder von Teammitgliedern getroffen wird. Hängegleiter mit Musik können ihre Musik jetzt auch bei der Vorschau in der Lobby abspielen. Die X4 Stormwing ist jetzt leiser, die Boombox ist jetzt leiser. Dynamit kommt jetzt mit einem eigenen Soundeffekt auf. Fehlerbehebungen gibt es hier wieder, aber die sind auch nicht so interessant. Außer die Schussgeräusche von Sturmgewehren mit Zielveränderung sind jetzt auch bei mittleren Distanzen zu hören. Okay, das ist auch interessant, aber mehr kann man halt ja auch nicht dazu sagen. In der Benutzeroberfläche gibt es ein paar Sachen. Munitionssymbole im Inventar sehen jetzt realistischer aus. Man sieht jetzt Bauressourcen beim Beobachten von Spielern. Finde ich eine gute Änderung und wie gesagt, es gibt auch wieder Fehlerbehebungen, die uns aber nicht interessieren, weil es hier keine, ja, wichtigen Sachen sind, die jetzt behoben wurden. Es gibt etwas in Freunde. Battle Royale Spieler können jetzt Gruppeneinladungen von Spielern in Rettet die Welt annehmen, um so laufenden Spielen beizutreten. Gut, dass wir das auf jeden Fall wissen. Grafik und Animation. Sowohl Lux als auch Zenith verfügen in der Lobby jetzt über eine eigene Pose bei Inaktivität. Alright. Fehlerbehebung, die Größe des Schilds bei Roten Ritterin und Raven-Rücken-Accessoire aus dem Frostlegenden stimmt jetzt mit den ursprünglichen Varianten überein. Finde ich gut, wurde dann halt sozusagen behoben. Die Reaktivität des Outfits Deadfire geht jetzt wieder. Das Ganze wurde mal deaktiviert ausgesehen, keine Ahnung warum, aber es geht jetzt wieder. Die Qualität des Emotes seichter Applaus wurde auf mobilen Geräten und Nintendo Switch verbessert. Gut zu wissen. Es gibt ein paar Fehlerbehebungen bei der Wiederholung, die uninteressant sind. Und auf mobilen Geräten gibt es auch Fehlerbehebungen, die jetzt für mich nicht mehr relevant sind. So, kommen wir zum Kreativmodus. Da gibt es auch so einen oder anderen Änderungen. Da gibt es jetzt die Frostfestung. Dann gibt es hier das Bauernhofthema, was doch schon recht cool ausschaut. Und ansonsten gibt es Fehlerbehebungen, es gibt jetzt ein paar Sachen im Gameplay. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu viel drauf eingehen, weil... Ja, es gibt jetzt Turbo-Bau, Turbo-Löschen wurde hinzugefügt. Und ja, Leute, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ihr seht, es sind so viele Änderungen. Also allein im Kreativmodus gibt es so viel und wir sind schon über 10 Minuten. Und es gibt auch noch Rette die Welt sehr viel und da kann ich leider jetzt nicht viel machen. Es ist viel zu viel, das Video würde über 3/4 Stunde gehen, deswegen lest es euch ab hier selber durch. Wir haben ja auch hier die Eiskönigin, die auch hier im Rette die Welt Modus kommen wird. Im Battle Royale Modus wird diese auch irgendwann in den Shop reinkommen, das steht auf jeden Fall fest. So viel hier zum Video. Ich hoffe soweit, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich gerne mal einen Daumen da lassen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren. Würde mich persönlich freuen. Und gebt meinen Creator-Code ein und schreibt ihr mal rein, wie ihr das Update bis jetzt findet, da die Server noch down sind. Für mich kann ich noch keinen richtigen Eindruck vermitteln. Aber an sich, das, was wir im Patch Notes 7.20 gelesen haben, hört sich doch schon recht cool an. Und ja, an der Stelle soll es mit dem Video gewesen sein. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.